Ein herzliches Hallo und einen wunderschönen guten Abend für alle Camper und Camperinnen. Hier ist mal wieder ein kleines Video aus unserer Werkstatt. Nicht wundern, warum ich hier diese Haube von der Firma Alco einblende, denn heute geht es mal um dieses hübsche Fahrzeug, was ich euch ja schon mal grob gezeigt habe, der Trend von der Firma Detlefs, wo wir ja den großen Ausbau haben, den wir natürlich auch schon begonnen haben. Und zwar haben wir hier jetzt als allererstes die Alco-Hubstützen verbaut. Wo sind die verbaut? Hier unten natürlich, klar, hier sieht man es. Bitte nicht wundern, ja, hier hängen noch Kabel, weil wir heute die ganze Anlage komplett verbaut haben. Und natürlich müssen wir die erst prüfen, laufen lassen, entsprechend, damit wir, jetzt gehe ich mal kurz mit euch auf die andere Seite, damit da alles funktioniert, nicht, dass wir irgendwelche Ausbesserungsarbeiten machen müssen oder irgendwas umklemmen oder keine Ahnung. Drum machen wir natürlich die Kabelbefestigungen erst ganz am Schluss und, oder beziehungsweise die Kabelfixierungen ganz am Schluss. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, da nehme ich euch mal Hinterrad, da haben wir es hier verbaut. Ich gehe jetzt mal runter. Mal den, upsa, hier sehen wir es jetzt. No. Den Spritzlappen hier mal wegmachen, da sehen wir es, wie sie verbaut sind. Einwandfrei. Da ist auch schon der Anschluss. Dann haben wir hier drüben die andere verbaut. Die Kabel waren natürlich alle nur sauber verlegt, waren sauber in den Rahmen reingelegt. Wir haben hier ein Alco-Chassis. Das Fahrzeug hat 5 Tonnen. Hau rucks, jetzt ist ja wieder gerade meine Kamera. Und entsprechend haben wir die Kabel dann hier nach vorne gezogen. Hier haben wir dann den Anschluss gemacht. Auch hier wird das Ganze natürlich noch sauber aufgeräumt. Das Signal müssen wir noch anschließen. Das ist das Zündungssignal an die Klemme 15. Damit man einfach, wenn man die Zündung reinmacht, das System warnt, Achtung, du stehst auf den Hubstützen, jetzt kannst du nicht losfahren. Dann haben wir hier die Hauptleitung und dann natürlich noch die Fernbedienung. Die haben wir hier mal angeschlossen, haben wir jetzt provisorisch schon mal angeschlossen. Die schaut dann so aus. Jetzt nehme ich die mal mit, die haben wir auch mal länger gelassen, damit man es mal mitnehmen kann, um eben entsprechend das alles auch zu zeigen. Und wenn wir jetzt mal gucken, jetzt schalten wir hier mal ein, dann muss man hier auf den roten Knopf drücken. Und zack, jetzt ist die ganze Thematik eingeschalten. Und wenn wir jetzt mal schauen, jetzt tun wir automatisch mal das Ganze ausnivellieren. Jawohl, dann legt er auch schon los und hier kommt sie auch schon runter. Ihr seht, die Anlage geht jetzt erst auf Bodenkontakt. Das sieht man dann hier auch, wenn sie blinkt. Dauert ein bisschen, funktioniert aber unter einer Minute. Wenn wir jetzt hier mal auf die Hinterräder gucken, dauert es nicht mehr lang. Und dann fangen die auch schon an, sich auszunivellieren. Der Vorteil ist bei dem Alco-Hubstützensystem, dass wir absolut nichts im Inneren des Fahrzeuges verbauen müssen. Das heißt, die Stütze wie das komplette Aggregat ist unterm Fahrzeug verbaut. Somit sparen wir unheimlich viel Platz. Das ist gigantisch. So, fertig ist er. Jetzt hat er sich ausnivelliert und steht kerzengerad. Geht sehr schnell. Hier sehen wir die Stütze ausgefahren am Boden. Die beiden, ne? Und hinten natürlich auch. Schaut genauso aus. Jetzt haben wir aber natürlich auch die Möglichkeit, hier eine Schlaffunktion zum Beispiel zu machen. Also wir können jetzt hier auf den Knopf drücken, die hatte ich schon mal vorprogrammiert. Wenn man hinten liegt und man möchte jetzt hier hinten oben
liegt man zwar gut, aber ich möchte jetzt mit dem Kopf nur ein wenig erhöht liegen oder wie auch immer, dann kann man sich hier eine Position abspeichern, schlafen, zack, dann senkt er vorne etwas ab, erledigt und jetzt ist er in der Schlafenposition, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch jede andere Position dafür angeben. Jetzt gehen wir wieder in die Ursprungsposition, zack, weil wir jetzt Kaffee trinken wollen in der Früh, dann nivelliert er wieder aus und dann blinkt er wieder. Ihr seht es, glaube ich, ganz gut. Jetzt brennt das grüne Licht hier in der Mitte, er ist fertig. Dann haben wir hier noch eine Option, wenn man einen Wassertank entleeren möchte, der ja oft unterm Fahrzeug verbaut ist, links, rechts, je nachdem, wo der Auslass ist. Jetzt kann man, ich filme jetzt mal hinten auf diese Kante, jetzt kann man das ganze Fahrzeug natürlich leicht kippen. So, ihr seht, kleinen Moment. Jetzt zieht er nach links und kann man eine leichte Schräglage verpassen, damit man natürlich das Wasser restlos aus dem Tank besser rauslaufen lassen kann. Und fertig ist er. Hat natürlich auch seinen Charme, dann kriegt man natürlich auch das restliche Wasser raus, weil oft ist es ja so, dass da immer so ein bisschen was drin bleibt, weil man nicht richtig hinfahren kann oder das Fahrzeug kopflastig ist und der Tankauslass aber nach hinten geht, das dann sehr unglücklich ist. Also auch die Möglichkeit kann man hier justieren. So, dann gehen wir wieder zurück in die Ursprungsposition. Paff, dann lässt er wieder raus und nivelliert sofort wieder aus, damit er wieder entsprechend auf der richtigen Position steht. Zack, grünes Licht und er ist schon wieder fertig. Jetzt gibt es natürlich noch eine Wiegefunktion, die ich euch morgen, ich denke morgen, ja, tue ich die auch nochmal vorzeigen. Man kann nämlich auch das Fahrzeug mit einer Handy-App steuern und hat dabei eine Wiegefunktion. Das heißt, ich kann einmal die Vorderachse wiegen und ich kann die Hinterachse wiegen und es ist erstaunlich genau. Also haben wir Dann kann ich natürlich auch noch das Fahrzeug manuell testen. Also ich kann jetzt hier umschalten und manuell die Stützen nach oben fahren. Das sehen wir hier, wie sich der Reifen erhebt. Das können wir jetzt machen, bis ganz nach oben geht, sodass die Reifen komplett frei sind. Jetzt schalten wir mal um, dass die Schräglage nicht so groß ist. Jetzt kann man dann auch hinten das Fahrzeug hochheben. Voilà. Also ihr seht es, ne? Er ist komplett vom Boden weg, hebt sich komplett raus. Zack. Jetzt heben wir vorne komplett raus. Auch hier seht ihr, komplett rausgehoben. Absolut safe. Man könnte jetzt rein theoretisch, wenn man eine, nein, nicht nur theoretisch, auch praktisch, wenn man jetzt ein Dreibein drunter stellt und das Ganze natürlich sichert gegen das Herunterrutschen, kann man das auch zum Anführungszeichen Reifen wechseln oder sonstiges nehmen. Nur ist es natürlich vom Gesetzgeber her immer so vorgeschrieben, das Fahrzeug mit einem Dreibein oder gegen das Herunterfallen im Prinzip zu schützen, wobei das natürlich nicht passieren kann, aber trotz alledem sieht es der Gesetzgeber so vor und da sagt Algo natürlich, das muss man auch dementsprechend berücksichtigen. Wobei die Anlage so safe ist, weil das natürlich vier einzelne Stützen sind und nie vier einzelne Stützen gleichzeitig nach unten rauschen und aufplatzen oder keine Ahnung, also da kann nichts passieren. Und jetzt können wir das ganze Fahrzeug auch natürlich wieder komplett absenken. Dazu gehen wir wieder auf Automatik und senken dann die ganze Geschichte natürlich wieder ab.
So, jetzt sind wir wieder auf Automatik, jetzt brennen wieder alle vier Lichter und jetzt gehen wir wieder hier auf den Knopf und dann zack. Zischt er schön raus und schon sind wir wieder unten und die Stützen fahren ein und alles ist wieder safe. Was ich persönlich auch unheimlich toll finde, was wir hier geschafft haben, war so ein kleines konstruktionsbedingtes Schaffen. Die hintere Stütze hier hat man natürlich so am Reifen verbaut. Da muss man natürlich auch beachten, dass man weit genug vom Reifen weg ist. Das hier reicht vollkommen aus. Da sagt natürlich auch der Gesetzgeber vor 3 cm. Die haben wir hier locker eingehalten. Der Vorteil ist aber, dass wir so nah am Reifen sind, dass man natürlich das nie hängen bleiben können mit der Stütze. Weil wenn jetzt die Stütze zum Beispiel hier irgendwo verbaut wäre, haben wir natürlich immer die Problematik, dass man beachten muss, dass ja durch die Schräglage, wenn man mal einen Berg hochfährt, auch die Stütze leicht hängen bleiben kann. Also da kommt es auch immer darauf an, dass man die natürlich dementsprechend verbaut, mit der entsprechenden Bodenfreiheit und mit der entsprechenden Position, sodass man nie hängen bleiben kann, auch wenn man mal einen Gehsteig hochfährt oder sonstiges, dass man da, auch wenn man einen Berg hochfährt, Berg runterfährt, mal einen Hügel fährt, weil wir sprechen hier natürlich schon von einem großen Fahrzeug, damit es eben alles safe ist und damit da nichts passieren kann und der Fahrer da ganz getrost jede Situation meistern kann. Da sind wir Spezialist drauf und haben uns spezialisiert. Wir sind auch Selecte-Partner bei Algo. Das heißt, dass wir auch die Wartungsarbeiten dementsprechend durchführen dürfen, nicht nur die Algo-Hubstützen verbauen dürfen, bestellen dürfen, sondern wir warten diese auch. Wir übernehmen auch Garantiefälle, sprich wir übernehmen auch Kundendienstgeschichten und wir freuen uns drauf, es ist eine tolle Sache. Gerade mit der Wiegefunktion und der vollautomatischen Stützanlage macht das Camping auch schon wieder viel mehr Spaß. Klar kann man natürlich auf Keile fahren, nur sind die Keile in der Höhe begrenzt. Hier haben wir natürlich einen ganz anderen Hubweg. Da haben wir ganz andere Möglichkeiten von Schrägstellungen. Das Fahrzeug steht stabil, steht bombenfest. Da wackelt nichts, da ist nichts. Ich muss nicht hin, her, vor, zurück, unterbauen und so weiter mit Wasserwaage und tralala, sondern das ist alles schick, funktioniert tadellos. Schalten wir es mal gleich aus. Und eben auch kabelgebunden deswegen, weil der Fahrer natürlich immer so einen Blick drauf haben soll, was hier drum das Fahrzeug passiert, wenn die Hubstützenanlage ausfährt, damit da keinerlei Unfälle oder sonstige Geschichten passieren und keiner die Finger drin hat. Natürlich auch immer ganz wichtig, damit da alles safe ist. Und mit der App-Steuerung ist es sowieso schön, Bluetooth-Verbindung steht. Wir müssen jetzt morgen noch ein paar Kleinigkeiten machen. Wie gesagt, wir machen jetzt nur die Abdeckungen drauf. Die liegen hier. Dann haben wir einen Schutz drauf gegen Steinschlag, damit die Aggregate nicht beschädigt werden. Und ich mache morgen noch einmal einen kleinen Teil 2 von den Algo-Hubstützen, wo ich mich auch mal unter das Auto lege und euch die Aggregate zeige, wie die dementsprechend verbaut sind, abfotografiere und dann dementsprechend mit einblende. So, hier sehen wir jetzt mal das Aggregat, wie es unterm Auto verbaut ist. Ich habe jetzt leider meinen Gimbal und alles abnehmen müssen, weil so komme ich natürlich nicht hin. Ihr seht, hier haben wir die Hubstütze verbaut, hier haben wir die Kabel verbaut und dementsprechend natürlich in Schutzhüllen. Wobei man dazu sagen müsste, die Firma Algo hat diese Kabel als Unterboden Kabel sind geeignet deklariert, also man kann diese Kabel auch ohne diese schwarzen Schutzhüllen verbauen, doch wir machen das nicht, weil ja durch den Rahmen die Kabel dann doch über diese Kanten hier laufen und so weiter, also da sollten die dann doch schon mal doppelt geschützt sein und drum kommt bei uns überall diese Kabelschutzhüllen drüber. Die werden jetzt dann noch sauber nach oben geklemmte Kabel und hier, wie gesagt, dieses Blechelement, wo wir hier sehen, ich gehe mal ein bisschen näher hin, ihr seht dahinter diese Edelstahlplatte, die ist natürlich in Fahrtrichtung ausgerichtet, damit entsprechend bei
Steinschlag und so weiter dem Aggregat nichts passieren kann. Und dann kommt von hinten natürlich noch die Schutzhülle dazu, gegen Spritzwasser und so weiter geschützt. Und das taugt vollkommen, da passiert gar nichts. Rein theoretisch sind die Anlagen auch so ausgelegt, dass man da eigentlich gar nichts machen muss, weil die schon komplett für Unterfahrt oder für den Unterboden eben gebaut sind und auch dementsprechend ausgelegt sind. Wir haben hier auf dieser Quertraverse die zwei Anlagen verbaut und dementsprechend außen natürlich die Hubstützen. Und hier sehen wir mal den Hubstützen verbaut, da ist die Platte angebohrt und dementsprechend steht hier die Hubstütze. Hier haben wir unseren Abstand, der vollkommen ausreicht und ist auch abgenommen worden von der Firma Alco, also das ist alles korrekt. Und die Hydraulikleitungen waren natürlich dementsprechend auch noch überzogen mit so einem Schutzrohr und dementsprechend nach oben fixiert, damit man auch nirgends hängen bleiben kann, damit das alles sauber ausschaut. Und dann ist das alles safe. So schaut es hier hinten aus. Und jetzt nehme ich einmal euch noch mit nach vorne und zeige euch die vordere Umgebung. So, hier vorne ist das Ganze natürlich etwas enger. Ihr seht schon, da haben wir einen anderen Winkel verbaut. Hier wird es an ganz bestimmten Fixpunkten angebracht mit speziellen Fiat-Winkeln, also für den Fiat Ducato-Aufbau und werden hier oben dementsprechend verankert und verschraubt, damit der ganze Rahmen sauber aufliegt und nichts passiert. Die Aggregate, die liegen hier unter der Tasche bei der Eintrittsstufe. Die passen hier super drunter, die werden hier drunter gebaut, damit die auch hier safe sind. Und auch hier kommt jetzt natürlich die Wanne drüber, damit da nichts mehr ranschlagen kann und damit hier nichts mehr rankommt und auch nichts passieren kann. Wie auch die Schläuche hier noch fixiert werden und natürlich die Schläuche noch alle wegkommen, die Kabel wegkommen, alle noch geschützt werden und noch diese Kabelschutzleitung drüber kommt und, damit das alles wirklich hundertprozentig safe ist. Da nehme ich euch morgen nochmal mit und zeige euch dann den Rest. Hier drüben ist natürlich die gleiche Stütze nochmal verbaut, das schaut genauso aus, da müssen wir gar nicht mehr rüber. Das ist dann alles safe. Und hier innen drin, sehen wir mal hier, haben wir den Steuerkasten. Der ist momentan noch aufgeschraubt, den müssen wir natürlich noch zumachen, weil hier unten liegt auch noch die Bluetooth-Box, die wird auch noch verschraubt. Das ist die Box für die Wiegefunktion. Ihr entschuldigt bitte, wenn das ein bisschen wackelt. Wie gesagt, ich musste den Gimbal wegmachen, damit ich euch das alles zeigen kann. Das ist diese Box, das ist diese Wiegefunktion. Das ist die ganze Geschichte, wo dann unten noch verschraubt wird. Ist angeschlossen am Steuerteil. Dass man hier auch entsprechend mit einem richtigen Winkel hier am Rahmen fixiert haben. Natürlich auch die ganzen Löcher, wo hier verbohrt werden, alle wieder gegen Rost mit Rostschutz auslackiert und ausgespritzt sind, damit da nichts passieren kann, damit das alles hundertprozentig safe ist und auch hält. Die ganzen Schrauben werden mit Loctite gesichert, mit bestimmten Drehmomenten angezogen, wie auch hier. Das ist natürlich vom Hersteller so, das wird auch bei uns so gemacht, Schraubensicherungslack. Und, damit es auch wirklich alles safe ist und man unheimlich lange Spaß hat an dieser Anlage. So, in diesem Sinne ein außergewöhnlicher Blick von unten des Fahrzeuges. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es ein kleines interessantes Video war über eine Alco Hubstützenanlage, wo ich, wie gesagt, sehr interessant finde, weil einfach echt eine tolle Funktion dahinter steckt und viel Komfort. Also, in diesem Sinn wünsche ich euch alles Gute und gesund bleiben. Bis bald. Ciao, ciao.